Willkommen zurück bei das Testament des Sherlock Holmes. Ach nee, Watson ist nicht mit Toby Gassi gegangen, denn Toby liegt hier noch und ja, hat immer noch kein Fresschen bekommen. Ja, nein, wieder lustiger. Ich sehe mir den Zylinder auf meinem Arbeitstisch genauer an. Ja, ja, dann guck mal. Mach mal. Achso, muss ich den hier auswählen? Ja. So, aber den. Ach. Der Zylinder ist von einer außerordentlich hochwertigen Qualität. Sein Träger muss wohlhabend sein. Finden Sie die Hinweise, die auf die Identität des Besitzers des Zylinders schließen lässt? Ah, da können wir schon mal gucken. Abnutzungsspuren, die auf Hitzeeinwirkung hindeuten und starker Tabakgeruch. Ohne Zweifel ein Zigarrenraucher, was bestätigt, dass dieser Zylinder dem Besucher des Journalisten gehört. Okay, aber machen tatsächlich irgendwie Zigarren und Zigaretten hier solche Abnutzungserscheinungen? Wäre mir jetzt irgendwie neu, aber ja, ich bin ja jetzt auch nicht der große Raucher. Da ist noch leichte Kratzspuren. Ja, für einen Zylinder ist das doch eigentlich fast nichts irgendwie Außergewöhnliches. Man zieht den halt an und aus. Was ist das? Jemand hat die Schleife gegen eine modernere Variante ausgetauscht. Diese Person muss etwas von zeitgenössischer Mode verstehen. Keine Bedienstete, sondern eher eine Person, die auf Details achtet. Der Mann muss verheiratet sein. Okay, Sherlock, das musst du mir jetzt erstmal erklären. Könnte natürlich auch von Mutti stammen. Jemand hat ja, die... Ja. Muss ja nicht unbedingt zwingend verheiratet sein. Könnte halt, wie gesagt, von Mutti stammen oder von der Freundin stammen. Sein Haar wird grau und dem Geruch nach zu urteilen, pflegt er es mit Kampferöl. Wahrscheinlich ist er Anfang 50. Und hier, woher hast du das jetzt wieder her? Vom Geruch oder? Hier war doch auch noch was. Bei dem Zylinder handelt es sich um die Maßanfertigung eines bekannten Hutmachers in der Nähe des Old Bailey Gerichtsgebäudes. Ich frag mich, ob das jetzt hier irgendwie... Naja, weil hier... Ja, aber eigentlich hätte er das hier durch hier unten erst sehen können. Und nicht da oben. Ach ja, und hier sieht er... Ja, okay, das sieht wirklich nach irgendwelchen Rauchspuren aus. Okay, das ist klar. Was sind das hier für Kratzer? Leichte Kratzspuren. Der Mann trägt eine Brille. Ah, ja. Immer wenn er sie aufsetzt, schabt er mit dem Bügel an die Seiten des Zylinders. Er dürfte gebildet und eher weitsichtig als kurzsichtig sein. Jetzt habe ich die perfekte Beschreibung des Mannes, den ich suche. Der mysteriöse Besucher des Journalisten muss einen angesehenen Beruf haben und der oberen Gesellschaftsschicht angehören. Er ist wohlhabend und verheiratet. In Farleys Anwesenheit hat er Scotland Yard angerufen. Er geht im Gerichtsgebäude ein und aus, weswegen er dort in der Nähe auch Einkäufe tätigt. Der Besitzer des Zylinders ist Richter. Werfen wir einen Blick in meine Akten. Vielleicht kann ich den Richter identifizieren. Für einflussreiche Persönlichkeiten habe ich ein besonders gutes Gedächtnis. Ja, bla bla. Und wieso ist es jetzt unbedingt ein Richter? Könnte auch ein Anwalt sein. Oder verdienten irgendwie Anwälte nicht so viel zu der Zeit? So, also wir müssen jetzt den Richter finden. Das heißt, ja, wie finden wir den? Halt. Nochmal, Moment. Ah. So. Super. Ich habe eigentlich gedacht, Sherlock würde hier alles mitnotieren. Hm.
da haben wir jetzt eh alles, alles entdeckt, was wir entdecken müssen. Aber jetzt müssen wir irgendwie... Ach, hier, das Buch da ist neu. Ich habe die Akte gefunden und sollte sie mir auf meinem Arbeitstisch näher anschauen. Ja, dann geh. Geh mit Gott, aber geh. So. Ich habe die Akte gefunden. Ja, dann, ach. Dass man auch immer alles auswählen muss. So. Was wissen wir? Zumindest mal auf den Bildern. Er trägt jetzt Zylinder. Ah, und er hat eine Brille, die man auf dem Bild aber so gar nicht erkennt. Und eine Zigarre, die man so auf dem Bild nicht erkennt. Alles klar. Ja, er hat eine Zigarre. Hat er irgendwo noch einen Zylinder versteckt, der Gute, trägt aber Brille. Okay, also der raucht Zigarre, trägt Brille. Ist schätzungsweise verheiratet. Ja, die tragen doch immer diese komischen Perücken, deswegen keine Ahnung, ob der graue Haare hat. So. Er hier hat Brille und hat auch einen Ring. Aber graue Haare hat, keine Ahnung. Trägt auf jeden Fall einen Zylinder. Und raucht Zigarre, die auf dem Bild sonst nicht erscheint. So, er hier. Ja, super. Trägt auch eine Brille. Ist verheiratet, hat einen Zylinder und versteckt hinter dem Zylinder eine Zigarre. Ja, hat graues Haar. Whatever. Er hat eine Perücke. Tragen halt alle, also die zwei tragen auf jeden Fall eine. Ja, bei ihm hier bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Also für mich sehen die Haare jetzt nicht wirklich grau aus. Ja, wohl da auf der Seite halt schon, aber... Wie gesagt, die tragen doch dann halt alle Perücken. Obwohl, er ist glaube ich, zu jung. Er hat halt keinen... Also da der Bart, der ist ja nicht jetzt hier großartig grau. Also es ist wirklich dann nur eine graue Perücke. Insofern denke ich mal, nee. Bei ihm hier, doch, er hat auch einen grauen Bart. Also wird auch wohl unter der Perücke nicht mehr allzu viel Farbiges da sein. So, und bei ihm hier, keine Ahnung. Hat er graue Haare irgendwie, die ausgefallen sind hier auf den Schultern? Nö, hat er nicht. In der Hand irgendwas, was man nicht sieht. Graue Sackhaare, nee. Ach. So einer von den dreien muss es ja sein. Im Prinzip müsste es eigentlich er hier sein, weil bis auf die grauen Haare, wo ich mir halt nicht so ganz sicher bin, hat er ja sonst alles. Weil bei ihm hier, er hat keine Zigarre, außer er versteckt sie hinter dem Zylinder. Was ich dann aber nicht glaube. Verheiratet ist er ja auch. Er auch. Er hat auch eine Zigarre, aber ihm fehlt der Zylinder. Okay, ich kann ja auch am Kleiderständer hängen. Aber auch hier mit den grauen Haaren. Aber da würde ich wirklich sagen, nee, der hat keine. Insofern würde ich fast sagen, wenn ich jetzt hier anklicke. Nee. Ich glaube, ich mache jetzt hier immer nach Trial and Error. Wenn ich jetzt hier graue Haare, dann müsste ja Sherlock dann sagen, von wegen, ja, das passt. Ja. Ja, das ist der Richter Beckett.
Konnten Sie dem Zylinder seine Geheimnisse entlocken, Holmes? Watson, dieser Zylinder gehört Sir Couts Beckett, einem Richter des Londoner Justizpalastes. Ein Richter? Warten Sie. Sagten Sie Sir Beckett? Der Name kommt mir bekannt vor. Ja, was für ein außergewöhnlicher Zufall, Holmes. Erst heute Morgen habe ich im Globe Explorer etwas über ihn gelesen. Ohne Zweifel hat dieser Beckett gute Beziehungen zur Schmutzpresse. Ich habe die Zeitung von einem Halunken gekauft, der dann weggelaufen ist, ohne mir mein Wechselgeld zu geben. Ich bin mir sicher, ich habe ihn schon einmal gesehen und... Ersparen Sie mir die Details, Watson. Zeigen Sie mir den Artikel. Tja, ich weiß nicht, was Watson gemacht hat. Es kann nichts Weltbewegendes gewesen sein. Vielleicht war er tatsächlich nur auf dem Klo. Weil so schnell wie der wieder zurück war, wir haben ja jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag da uns mit dem Zylinder da beschäftigt. Also war er, glaube ich, für das kleine Geschäft war er dann doch etwas länger weg. Ich glaube, das war schon eine mittellange Sitzung. Okay, eine großzügige Frau, Lady Cassie Couts Beckett, Gattin des ehrenwerten Richters, ist wahrlich eine außergewöhnliche Frau. Sie widmet ihre Zeit und finanziellen Mittel dem Wohl sozial benachteiligter Kinder, indem sie sie unterrichtet. Ja, noble Frau. Wenn die meisten wohlhabenden Familien diesen armen Wesen die Tür ihren luxuriösen Herrenhäuser vor den Nasen zuschlagen, öffnet Lady Beckett die ihrige. Sie rief eine Schule für Kinder ins Leben, die des Lesens und Schreibens nicht kundig sind. Ja, da gehörte ich auch dann dazu. Die Schule öffnete vor 8 Jahren ihre Pforten und laut unserer Schätzungen dürften bereits nahezu 150 bedürftige Kinder hier lesen und schreiben gelernt haben. 150 Kinder, die dank der Großzügigkeit dieser Frau einem Schicksal als Bettler entronnen sind und eine würdige Zukunft haben werden. Ja gut, nur dass man lesen und schreiben kann, heißt ja noch lange nicht, dass man einen Job bekommt. Aber das ist noch nicht alles. Neben der Tatsache, dass sie den Kindern einen Zugang zu Kultur und Bildung ermöglicht, geht sie mit ihnen auch auf Reisen. Zusammen mit ihren Bediensteten, deren tatkräftige Unterstützung bei so vielen Schülern dringend gebraucht wird. Okay. Irgendwie eine alte Dame, die mit kleinen Kindern auf Reisen geht. Dieses Jahr fährt sie mit ihnen nach Portsmouth. Für die meisten der Kinder wird es das erste Mal sein, dass sie das Meer zu Gesicht bekommen. Ausnahmsweise kann Richter Beckett seine Gattin nicht begleiten. Achso, und der ist dann auch jedes Mal mitgefahren. Mhm. Der angesehene Magistrat sieht sich wegen wichtiger Angelegenheiten leider gezwungen, in London zu bleiben. Wir wünschen dieser engagierten Frau und ihren Schülern eine gute Reise und danken ihr für ihre uneingenützte Arbeit. Ja. Okay. Mal noch was? Lady Beckett ist also auf Reisen in Portsmouth. Das bedeutet, ihr Gatte ist allein zu Hause. Statten wir ihm doch einen Anstandsbesuch ab, Watson. Mit etwas Glück verlassen wir sein Haus mit ein paar Habanos Clarissimo. Dass sich ein Richter des Hohen Gerichtshofs für Sie interessiert, ist nicht verwunderlich. Sie haben so viele Kriminalfälle gelöst, dass es 1000 Gründe dafür gibt, sich mit Ihnen zu beschäftigen. Aber warum hält dieser Richter es für notwendig, im Verborgenen zu agieren? Das ist in der Tat merkwürdig. Vielleicht wollte er einfach nur vermeiden, zusammen mit diesem Farley gesehen zu werden. Mr. Kirby, unser örtlicher Postbote, schuldet mir noch einen Gefallen. Er wird mir sicher Beckets Adresse geben. Er müsste um diese Zeit noch im Postamt sein. Ich mache mich gleich auf den Weg, Holmes. Gut, Watson, aber beeilen Sie sich. Während Sie weg sind, treffe ich Vorbereitungen für unseren Besuch. Wie Vorbereitungen? Sir Couts Beckett, ich habe seine Adresse. Nach einer gemütlichen Tasse Tee können wir uns auf den Weg machen. Nur nicht so bequem, Watson. Wir brechen sofort auf. Ach, der Arme. ja. Noch nicht mal einen Schluck Tee können wir trinken. Was ist denn das hier für ein Paket? Hallo? Hat einer dieses Paket hier gesehen? Watson, für wen ist das Paket und was ist drin?
Tobi, schnüffel mal dran. Da ist bestimmt irgendwie Sprengstoff oder irgendwelche Drogen oder sonst irgendwas drin. Aber das sieht so irgendwie so aus, als könnte es wirklich bald in die Luft fliegen. Es ist am Ticken oder sowas. Es könnte irgendwann Relevanz haben. Also das Päckchen da macht mich irgendwie nervös. Gut. Werfen wir einen Blick auf die Londoner Karte. Ja. Karte. Farleys Büro, Richter Becketts Haus. Da wollen wir hin. Ach ja. Ja, lädst du noch? Oder hängen wir schon? Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob er... Nee, er macht noch irgendwas. Ist aber lange am Laden. Scheint dann tatsächlich ein großes Haus zu sein. Ja, komm, mach hin. Das ist das Haus von Richter Becket. Es ist riesig und macht einen ganz schön luxuriösen Eindruck, Holmes. Der Mann hat eine außerordentliche Karriere hingelegt. Wer sagt, dass sich Verbrechen nicht auszahlen? Die Frage ist lediglich für wen? Wie war, Watson? Versuchen wir, einen Weg hineinzufinden. Was ist das eigentlich für ein Paket, Holmes? Sie haben auf dem Weg hierher kein Wort darüber verloren. Kekse für meine Tante. Was? Für Ihre Tante? Ja, ja. Hören Sie auf, mich an der Nase herumzuführen, Holmes. Wenn Sie eine vernünftige Antwort wollen, sollten Sie eine vernünftige Frage stellen. Wenn Sie meinen, ich werde jetzt an der Tür klingeln. Das sollte eine Aufgabe sein, der ich gewachsen bin. Nein, lassen Sie nur, ich werde klingeln. Oh, der arme Watson. Aber auf jeden Fall wissen wir mal, dass dieses Päckchen, was wir vorhin auf dem Stuhl gesehen haben, nicht für uns gedacht ist, sondern dass wir es halt mitholen. Und was soll Watson denn fragen, außer was ist denn da in den Dingen drin? Das hätte er fragen sollen, ist das Ding, was im Päckchen drin ist, rot? Wäre das eine richtige Frage gewesen? Ach je. So, klingeln. Oder gucken erstmal. Gucken. So. Lässt sich nicht öffnen. Naja, dann hier drücken. Ding dong. Keine Reaktion. Scheint niemand da zu sein. Sollen wir warten, Holmes? Nein. Verschaffen wir uns diskret Zutritt. Die Abwesenheit des Richters kommt wie gerufen. So können wir uns ungestört genauer umsehen. Sie wollen allen Ernstes in das Haus des Richters einbrechen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Holmes? Seien Sie unbesorgt, Watson. Ich werde alle Spuren unseres Besuchs beseitigen. Sie sollten sich selbst reden hören, Holmes. Sie klingen wie ein gewöhnlicher Krimineller. Ja, und vor allen Dingen, hier gibt's Zeugen. Willst du die hier auch irgendwie... da beiseite schaffen oder ist die blind? Gibt ja irgendwie so blinde Blumenmädchen irgendwas, so in ganz billigen Filmen, die sind die immer blind. Oder können wir da hinten fragen? Oder überhaupt hier ums Haus laufen? Ah ja, vielleicht ist auch hier ein Hintereingang. Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Mal sehen. Ich brauche eine biegsame Nadel, Watson. Versuchen Sie bitte, eine aufzutreiben. In Ordnung, Holmes. Okay, wir steuern Watson. Ja, wo kriegen wir jetzt eine biegsame Nadel her? Schauen wir uns mal hier um, ob hier irgendwas rumliegt.
Okay, also wir gehen zumindest mal nicht durch den Hauptangang rein. Naja, okay, dann... Dann lauf mal. Wobei, Moment, ich schau mal gerade hier auf die Uhr. Nee. Es wird eigentlich leider schon wieder Zeit, die Folge hier zu beenden. Ach, die werden doch bestimmt eine biegsame Nadel haben. Ja, aber wie gesagt, wir befragen die Herrschaften dann erst in der nächsten Folge. Und hoffentlich haben die eine Nadel dabei. Also, bis dann.